Komm, komm schon. Der Umgang tut so nicht. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Ja? Kommen Sie mal ganz kurz mit ins Taxi, nein? Natürlich. Also, wir warten jetzt auf einen anderen Kandidaten. Dürfte ich meine Schlüssel noch einmal mit Magali mitnehmen? Kommen Sie mal gerade ins Auto mit, nein? Sagen Sie, haben Sie schon? Wir trennen das hier gerne. Ich glaube, Sie hatten noch keine Probleme. Ihnen gebe ich gerne ein. Aber tut mir den Weg, komm. Okay. Ich will aber das Schlüssel. Das will ich ja mal hoffen. Frau Sagadi, kommen Sie einmal bitte ins Auto? Ja, danke. Am Weg. Darf ich das Auto gar nicht? Toll. Nimm mir doch mal auf den Weg. Darf ich noch, Frau Sagadi? Video, was machst du da mit meiner Enkelin? So, wir hätten für dich ein Kind mitgebracht. Oh, das ist Auto. Das ist Spacker, erschlagen. Okay, wo ist mein Baby? Rechts, also hinter dir. Hinter dir. Hallo? Sohn, Tochter, Baby? Kann das schon sprechen? Also, einmal Menschen! Oh nein! Nicht hinschauen, mein Kind, nicht hinschauen. Aber, wie heißt du denn? Könnt ihr mich bitte freilassen? Oh nein, das klingt schon jetzt süß! Ich hab mich schon jetzt... Okay, wo muss ich unterschreiben, um es zu adoptieren? Das klingt jetzt schon süß. Es ist ein Mädchen. Es ist ein Mädchen. Wie heißt es denn? Ja. Kitty heißt das Mädchen. Und es ist anscheinend 12 und Stripperin. Stripper? Oh mein Gott. Ist das die Kinderhändler? Nein, ich suche lediglich ein Baby. Aber keine Sorge, ich werde mich gut um dich kümmern. Mal sehen, ich habe sicher noch Donuts in meinem kleinen Haus. Dankeschön. Aber wo muss ich unterschreiben? Zwecks Adoption. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag noch. Sheila, du Sau. Sheila. Die bleibt bei uns. Sie liebt kein Kind. Doch, das ist mein Kind. Sheila. Wenn Sie irgendwas mit dem Kind erzählen, werden Sie den Kopf in die Nase stecken. Das Kind ist weg. Sheila, komm. Wenn Sie ein Kind ist, das ist meine Enkelin und meine Dreckstochter, die Trickhure, hat die bei mir abgegeben. Ich hab die Verantwortung und ich hab die nicht zur Adoption freigegeben. Das ist so nicht korrekt. Warte mal, ich kenne sie doch. Nein, das ist jetzt meine Tochter. Das habe ich jetzt einfach beschlossen. Und wenn sie sagen, das ist ihre Enkelin, dann müssen sie mich eben zuerst adoptieren und dann adoptiere ich sie. Ich kenne die aber auch irgendwer. Die verkaufen auf dem Markt die Drogen. Nein, oder nicht? Gar nicht wahr. Das ist jetzt mein Kind. Das verbitten wir. Nein, komm mit, Baby. Wir brauchen die komischen Männer nicht. Ich beschütze dich. Stehen bleiben! Nein! Bitte, lass mich laufen, Mama. Willst du schlafen oder laufen? Ich werde mich nie als richtige Mutter akzeptieren. Du wirst mich nie als richtige Mutter akzeptieren? Was? Ja, bitte, lass mich gehen. Nein, du wirst mich schon noch lieben lernen. Das nennt sich Stockholm-Syndrom und so. Das ist sehr kompliziert. Du bist noch zu klein, um das zu verstehen. Jedenfalls gehen wir dir jetzt Donuts besorgen. Ich bin nicht zu klein. Ich bin Stripperin vom Beruf. Nein. Das sag solche blöden Worte nicht. Sheila! Ach. Oh nein. Jedenfalls, Kitty, meine Kleine, das bist du jetzt nicht mehr. Du brauchst noch keinen Beruf. Du bist noch zu klein, um zu arbeiten. Oh nein, die laufen uns ja immer noch nach. Na gut, wir müssen Planänderung. Wir müssen zum PAC, der hat auch Donuts. Opa, Kinder Opa, mögen doch hilf Süßes. Mir. Kinder mögen doch Süßes. Hilf mir, Opa. Nein, schrei doch nicht. Schrei doch nicht, meine Süße. Und dann, wenn du vollgefuttert bist, geben wir dir noch ein bisschen Beruhigungsmittel und dann schläfst du in deinem Bettchen. Und dann dekoriere ich dir über Nacht dein Kinderzimmer. Dann wird alles gut. Dann fühlst du dich gleich wie zu Hause. Mami ist für dich da. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Hör auf! Psst, nicht schreien, meine Süße. Nicht schreien, mein Baby. Nicht schreien, es wird alles gut. Wir holen dir Donuts.
Und ein bisschen Pfefferminztee. Mm. Ich weiß nicht, vielleicht haben die auch Ziegenmilch beim PHC. Aber und Eis, du stehst doch bestimmt auf Eis. Eis holen wir dir auch. Können Sie bitte stehen bleiben? Mein Opa möchte sich mit Ihnen unterhalten und Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Hast du etwa schon wieder dein Handy in der Hand? Na, zuerst schauen wir, ob der PHC da ist. Weil dann... Bitte, macht doch alles, was Sie wollen, wirklich. Okay. Wo ist er denn? Er weiß doch, glaube ich, gar nicht, wo wir sind. Hm? Das ist meine Tochter. Nein, sie sehen sich nicht mal ähnlich. Verschwinden Sie. Gehen Sie weg. Nein, das ist mein Kind. Das ist nicht Ihr Kind. Bleiben Sie hier. Müssten Sie mein Mann sein und das sind Sie nicht. Verschwinden Sie. Sie sind kriminell. Kriminelle Abschaum. La, la, la. Sie sind ein Rauschen im Wind. Die Hexe. Lassen Sie meine Tochter in Ruhe. Hallo, der PHC? Ist jemand da? Wir suchen Donuts. PHC, wie das heißt. PHC ist nicht da. Ja, ich wollte dir Donuts holen. Oh, trinken? Ich wollte wirklich mal was trinken. Okay, machen wir. Verschwinden Sie, sonst verdurstet Ihre Fake-Tochter. Okay, Sie müssen noch eine Sekunde durchhalten. Die Herren sind ein bisschen... Opa, Moment, ich bring dich nur in Sicherheit. Ich bring dich nur in Sicherheit, weil die sind mir ein bisschen zu aufdringlich. So. Kommen Sie jetzt da raus. Ich will mich mit Ihnen unterhalten. Bitte schön. Nein. Warum Sie wollen mir nur meine Tochter wegnehmen. Kommen Sie raus. Was da draußen ist mein Opa. Ich möchte wirklich mit Ihnen reden. So, wir reden jetzt einfach durchs Fenster miteinander. Dann kann mir niemand mein Baby wegnehmen. Ja, die kann ja auch nicht mehr da drin bleiben. Ich will mich ja nur mehr mit Ihnen unterhalten. Oh, das ist dein Kinderzimmer übrigens. Wir haben noch ein größeres Haus in Agios. Ja, du warst dein Wunschkind, aber trotzdem nicht gut vorausgeplant, sagen wir es so. Okay, ja, dann unterhalten wir uns. Du bist ein Wunschkind, aber nicht ganz geplant. Kind kann drin bleiben, ich will mich mit ihr draußen unterhalten. Dann schlage ich dir die Scheibe ein. Hey! Rufe ich die Polizei. Solche Rüpel wie Sie kann ich ja gar nicht brauchen. Ich hab ja gesagt, Sonn. Wir sind ja rausgekommen. Ach, junge Dame. Mach's dir schon mal bequem, Baby. Ich hab dich lieb. Mama hat dich ganz lieb. Ich bin eigentlich froh, wenn ich nie los bin. Meine Tochter ist mir krank. Sind Sie krank? Ich hab's bei mir abgegeben. So ein süßes Kind. Wollen Sie loswerden? Ich bin 65. Ich kann da auch nicht mehr. Seien Sie still. Sie nur auf den Nerven rum. Halt sie durch! Wissen Sie, ich hab nichts dagegen, sie scheinen ja eine Jude zu sein und eine Jude-Mutter. Jetzt halt doch mal die Goschen, setz dich ins Auto und warte auf mich! Ja, ich bin auf jeden Fall eine gute Mutter. Ja, fein. Werde ich sein, meine ich. Was halten Sie davon? Und im Gegensatz zum letzten Kind werde ich dieses auch von Drogen, Piratenkugeln, Morden, Geiselnahmen und allem fernhalten. Keine Sorge. Diesmal wird's funktionieren. Aber auch kein Rum. Kein Rum. Alkohol wird nicht ganz schlimm. Ja, nein, nichts davon. Was halten Sie davon? Sie geben mir ein bisschen Medizin gegen mein Rückenleiden, irgendwas Pflanzliches und dann stimme ich der Adoption zu. Okay, aber Sie geben mir das schriftlich? Ja, ich gebe Ihnen das schriftlich. Dann behalte ich Sie, dann bin ich Ihre Mama. Wo ist denn mein Kuli? Sehr gut, machen wir das. Da ist mein Kuli. So, machen wir so. Dann holen Sie mal Medizin, ich unterschreibe Ihnen den Wisch und dann... Ey, ich bin doch neben dir aufgewacht, oder okay. nicht? Okay. Hey, ich weiß von nichts. Ich bin neben dir aufgewacht. So. Du, hör mal. Hey, ich weiß von nichts, wie abgemacht. So. Ja, nee, aber ich weiß noch was. Wir sind nebeneinander aufgewacht. Das war doch da, wo wir viel getrunken haben. Vielen Dank. Lalala, ich weiß von nichts. Ich habe nie viel getrunken und bin nicht neben keinem... Kerl im weißen Latex aufgewacht. Das ist nie passiert. Also,
So, okay, dann bitte, dann gib weißt mir du doch, wir dann haben unterschreibe ich da auch noch. Oh, warten Sie, ich habe hier meinen Zettel. Ich glaube, wenn ich es noch das wüsste, dann wäre es nicht passiert. Bitte schön. Ich weiß ja nicht mal, wie Sie unter Ihrem Helm aussehen. Nein, 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 nein. Das ist nicht. Moment. Oh, oh Gott, okay, ja, ziehen Sie ihn wieder an. Nein. Wer will noch einrauchen? Okay, also Sie haben mir das jetzt unterschrieben. Tut mir leid, aber ich bin neben Ihnen aufgewacht. Ich habe Ihnen den Zettel gegeben. Das ist Ihre Unterschrift, ja, unterschreibe ich da auch noch. Ja. Wollen Sie sich noch verabschieden? Ja. Ich will nicht. Hey, psst, mein Baby, psst. Dann ist jetzt meine neue Mama. Die wird ganz gut auf dich aufpassen. Das verspreche ich dir. Ich esse es ja auch. Wissen Sie was? Am besten spenden Sie im Keller. Ganz tief, ganz dunkel, ohne Licht. Nein, ohne Essen, nein, 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 nein. Das wird ein wunderschönes Kinderzimmer. Sieht ihr, die linke Ecke kommt das, kommt das Prinzessinnenbett. Dann hier vorne kommt so eine kleine, ja, ja, so ein kleiner Schreibtisch. Dann eine Schminkecke, ganz wichtig für kleine Prinzessinnen. Meine kleine Prinzessin. Und den hässlichen Namen, da müssen wir auch ändern. Wie nennen wir sie? Chantal. Chantal ist ein toller Name. Gibt's bestimmt noch keine davon. Also den Namen habe ich ihr nicht gegeben. Das war meine Crack-Tochter. Na Gott sei Dank, weil der ist richtig geschmacklos. Chantal, voll leise. So ist es. Meine kleine Chantal. Chantal, komm runter von dem Regal, du Arsch. So, tut mir leid. Nein. Aber das wird ein tolles Kinderzimmer und irgendwann, wenn du groß bist, dann schenke ich dir diese Wohnung ganz. Und wenn du schlimm bist, dann stecken wir dich nach nebenan in den kleinen Gartenschuppen. Der gehört mir nämlich auch. Chantal, das machen wir schon. Können wir mir einen Scheidennamen geben? Chantal ist scheiße. Was? So Chantal ist toll, davon gibt's auch noch keine. Und das hat seinen exotischen Mia Touch. Halten. Mia? Ja. Chantal, Mia? Alles ist so flauschig. Ja, Doppelnamen. Chantal. Doppelnamen sind gut. Chantal, Mia. Perfekt. Oder Mia, Chantal, Mama. Sie hat mich Mama genannt. Okay, ich kann ihr nichts abschlagen, wenn sie mich Mama nennt. Okay, Chantal, Mia. Mia, Chantal meine ich. Mia, Chantal. Gut, den tragen wir so ein. Streichen wir Chantal nochmal durch. Mia, Chantal. So. Hast du sonst noch einen Wunsch, meine Kleine? Kannst du trotzdem noch Freunde haben? Na klar, darfst du Freunde haben. Könnte dich immer besuchen. Ich stell dir die Mila vor und das Hörnchen hast du ja schon kennengelernt. Und irgendwelche lieben Buben lernen wir sicher auch noch kennen. Aber die dürfen nicht bei dir übernachten. Das ist ganz schlimm. Okay. Okay. Gibt es sonst noch etwas, was dir am Herzen liegt, meine kleine Mia Chantal? Nein. Okay, dann lasse ich dich ein bisschen in deinem Zimmer rumlaufen. Oh. Ah nein, wer hat dir so grässliche Plüschhandschellen umgelegt? Das ist doch nichts für ein Kind. Dankeschön. So, jetzt kannst du, wenn du Lust hast, kannst du spielen. Soll ich einen deiner Freunde einladen? Hast du da draußen irgendwelche Freunde? Ich finde den Namen gut. Also Herr Rücknagel ist mein Opa. Und mein Freund, das ist der Lay. Der müsste da draußen irgendwo sein. Okay, ich suche ihn. Bis gleich, meine Süße. Aber tut dir nicht weh. So, gibt es hier einen Herrn Lay? Ja, da. Neben Ihnen. Nee, hinter Ihnen jetzt. Meine kleine Mia, ja, Chantal, genau. Möchte gerne mit Ihnen spielen. Kommen Sie rein. Ich habe nach Ihnen gefragt. Wenn Sie mich Mama kennt, kann ich ihr nichts ablehnen. Mia, Chantal, Liebes, bist du sicher, dass der ganz richtig im Kopf ist? Weil der dreht sich irgendwie nur im Kreis und sagt nichts. Da kommt man ein bisschen falsch verkabelt vor. Okay, jetzt kommt er rein. Nein, dann, keine Ahnung, ich glaube. Noch jemand? Damit... Wir machen eine kleine Party, glaube ich. Weil vier Leute sind schon eine Party. Oh, das klingt gut. Das klingt gut. Aber ohne Alkohol, denken Sie dran. Ja, ohne Alkohol. Ja, Sie wissen schon, was passiert ist, ja? Sie wissen schon, was passiert ist. Bitteschön. Alle Kinder hereinspaziert. Na, Enkelin, wie redet ihr hier? Was ein schickes Zimmer. Muss man sagen.
Da ist aber sehr viel. Guck mal, da ist so pink und da ist so ein Schminkkasten. Oh, das ist wunderschön. Hm. Und ich sehe schon das Twilight-Poster. Oh Gott. Oh, alter Mann, ja, nix. Jetzt kotzt hier nicht in die Bude. Frag wenigstens, wo das Bad ist, Mensch. Das putzt du, ne? Das ist dir klar. So, für die Kinder in Cola. So, und wenn sie sich nicht benehmen können, dann hau ich sie gleich wieder raus. So. Das ist vollkommen okay, aber ich hab da hingereiert. Ja, hier ist ein Staubsauger, jetzt saugen Sie das bitte. Bitte schön, der kann auch nasse Sachen aufsaugen. Das ist mir scheißegal. Machen Sie das jetzt und werden Sie dafür büßen. Ja? Wir feiern eine Party, willst du auch? Wie darfst du mit deinem Kind? Wir feiern eine Party und das hat sie hat viele Freunde eingeladen. Wir haben Spaß. Nicht wahr, Mia Chantal? Ja, es läuft super. Ich glaube, sie hat mich schon richtig lieb. Sie hat mich schon freiwillig Mama genannt. Ich glaube, wir machen Fortschritte. Hast du schon zwei Kinder? Nein, die anderen sind nur wegen der Party da. Kaufen. Ich finde es hier scheiße aus. Ich lerne fliegen. Das kann ich natürlich machen. Aber zuerst, erstmal, das ist ja kein Umgang mit hier, all diese unbewaffneten Leute. Komm mit, du brauchst eine Spielzeugwaffe, eindeutig. Nein. Lay, du gehst ein bisschen weiter weg. Du bist komisch. Junge Dame, wo bei Ihnen im Haus darf man denn sich seine Medizin rauchen? Im Kinderzimmer ja sicherlich nicht. So. Nein, die darf man nur draußen rauchen. So, meine Kleine. Darf ich auch rauchen, Mama? Nein. Ja, warte. Nein, du darfst noch nicht rauchen. Erst wenn du älter bist und dann auch nur super biologisch angebautes Zeug. So, bitte, der komische Kerl da. Gehen Sie ein Stück weg, bitte. Weil ich muss meiner Tochter jetzt ein Spielzeug geben. Zu ihrem, naja, quasi Geburtstag. Weil sie ist ja jetzt in die Familie gekommen. Wenn sie hier sind, dann kann ich dir kein Geschenk geben. Ich suche noch eine Mama. Ja gut, aber wenn einer von ihnen auf den Boden greift jetzt, dann schwöre ich ihnen, ich mache Fotos von ihnen, gebe die allen meinen Freunden, die schwer bewaffnet sind, und die finden sie dann und die zerlegen sie nicht nur, sondern sie werden sie foltern, dann in kleine Stücke schneiden, salzen und den Hunden zum Fraß vorwerfen. Also benehmen Sie sich, das ist jetzt gerade für meine Tochter. Aber Sie wissen doch, ich würde sowas niemals tun. Ich würde sowas niemals tun, nein. Wer ist mir in die Karte gefahren? Oh, meine Waffe! Oh, tut mir leid. Hinlegen, sofort. So, meine Süße, die ist für dich. Immer mit der Ruhe. Klopf. Mach ich gleich. Wow, hereinspaziert! Es ist geschlossen! Feiern eine Party, nur herein. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Kanada. Mia Chantal, haben wir sie genannt. Happy Birthday to you. Applaus. Dankeschön. Bitteschön. Mama, kann Delay freilassen, bitte? Oh, den habe ich ganz vergessen. Okay, hab ich nur vergessen. Was? Haben Sie wieder illegale Kinder, oder wie? Was? Fragt die Polizei, oder wer? Einen Moment, ich schaue noch schnell aus dem Fenster. Hey, der Rücknagel, sind nicht so dünn. Okay, nein, alles legal, alles unterzeichnet von was? Ihrem eigenen Opa. Ja. Das geht nicht mit komischen Dingen zu. Was? Ich glaube nicht, dass jemand uns auf die Schliche gekommen ist. Alles gut? Nö, ich glaube nicht. Und Fräulein Hörnchen, wie gefällt Ihnen das Kinderzimmer? Oh nein, sie ist weg! Ich muss Ihnen sagen, das Einzige, was ich an dem Zimmer hier nicht mag, ist das Poster. Nein. Edward bleibt. Oh nein, mein Baby ist weg. Wo ist sie weggelaufen? Das sollte wohl doch nicht sein. Ich dachte immer, wir haben nur Probleme. Da hat sich einmal ein Baby. Hey! Ach, das... Ein Moment. Das war jetzt eine Stelle. Wie alt sind Sie? Tschüss, Frau Sagadi. Wie alt sind Sie? Hallo? Ja, hallo. Wie alt sind Sie? Hallo. Hallo. Alt. Okay, raus.
Einfach raus. Ich will alleine trauern. Raus. Kleinen Moment. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Das ist mir egal. Raus. Hier ist nicht die Toilette. Verdammt nochmal. Schleich dich aus meinem Haus. Du Sau. Schleich dich jetzt aus meinem verdammten Haus, du Sau. Oh, ist das ekelhaft. Senior, was schleppst du da für Leute an? Kommt dieser Asiate, der ist mega komisch. Weil jetzt raus aus meinem Haus, sonst sperre ich sie hier einfach ein. Ja, der Chinese da. Dann fackel ich das Ganze ab. Ich will nicht mehr dieses Kinderzimmer sehen von meinem Baby, das weggelaufen ist. Mein Baby ist weggelaufen. Mein Baby. Komm, wir sperren ihn einfach hier in den Raum. Machen wir das. Komm. Schließ ab. Ja, wenn wir raus sind. Kein Problem, wir gehen hinten rum raus. Ja, sieht gut aus. Eh nervig. Nervige Ziege. Nervige Ziege. Hat er das Haustier gefunden? Ja, sofort. Es schmeckt mir so oder so, glaub mir.